Die Humboldt-Schule in Wiesbaden ist seit über 60 Jahren fest in Wiesbaden verankert. Seit 1965 ist sie als privates Ganztagsgymnasium staatlich anerkannt. Hallo, mein Name ist Paul Glang. Ich mache dieses Jahr mein Abitur, bin deswegen in der 12. Klasse und ich bin das zweite Jahr in Folge in der SV. Letztes Jahr als Beisitzer, dieses Jahr als Schulsprecher und dementsprechend kann ich jetzt kurz erzählen, was wir in der SV für Ziele haben und generell, was unsere Aufgaben sind. Also in der SV, das heißt Schülervertretung, beschäftigen wir uns natürlich mit den Problemen und auch generell den Anliegen von den Schülern. Wir haben eine Pause, in der die Schüler zu uns kommen können, wir auch deswegen den direkten Kontakt haben mit den Schülern und dort einfach daran arbeiten können, dass das Schulleben für alle angenehmer wird. Wir haben verschiedene Events, zum Beispiel das Humboldt-Forum für die älteren Schüler, aber auch eine Lesenächte oder Sportveranstaltungen für die etwas jüngeren Schüler. Die Humboldt-Schule macht aus, dass sie individuell auf die Schüler eingehen kann, dass sowohl die Lehrer als auch die Schüler miteinander das Gespräch suchen können, dass Probleme gelöst werden können. Hallo, mein Name ist Helena, ich gehe auf die Humboldt-Schule in die Klasse 6D und ja. Also mir hat das erste Jahr in der Humboldt-Schule sehr gut gefallen. Ich habe mich auch sehr gut eingelebt auf jeden Fall. Ich war ja auch sehr jung, weil ich so früh eingeschult wurde, aber ich hatte viele, viele nette Mitschüler und viele nette Lehrer auch. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den beiden gemacht, denn sie kamen bei uns jedes Mal, also ein- bis zweimal in der Woche, meistens in der Ü. Und da kamen die halt immer und haben mit uns, wenn alle fertig waren mit den Hausaufgaben, noch ein paar kleine Spiele gespielt. Und die haben uns ja auch extra unseren Stundenplan ihren Stundenplan hingehängt, damit wir immer bei ihnen vorbeikommen können und Fragen stellen können zu der Schule. Und wenn wir irgendwas nicht mögen oder Kritik an sie wenden können. Hallo, mein Name ist Julius Hornung, ich bin 17 Jahre alt und mache dieses Schuljahr mein Abitur an der Humboldt-Schule in Wiesbaden. Ich habe als Leistungskurs Wirtschaftswissenschaften und Englisch gewählt und da ich schon seit der 5. Klasse hier an der Schule bin und auch als Mentor tätig war, das heißt als Betreuer der 5. und 6. Klassen, habe ich ein gutes Verhältnis zu den Schülern, aber auch zu den Lehrern. Was war denn deiner Meinung nach dein Highlight in der bisherigen Schulzeit? Also allgemein kann man sagen, dass ich eine sehr unbeschwerte Schulzeit hatte, extrem viele neue Leute kennengelernt habe und die besten Freunde, auch Freunde fürs Leben, kennengelernt habe. Abgesehen davon habe ich auch viele Erfahrungen im Ausland gesammelt, zum Beispiel mit dem Austausch in die USA, nach Nashville oder auch in Projektfahrten wie zum Beispiel nach Mailand oder San Sebastian. Ein weiteres wichtiges Thema, welches die Humboldt-Schule auch von vielen anderen Schulen in Wiesbaden unterscheidet, ist die Digitalisierung. Es wird viel Wert auf einen modernen, abwechslungsreichen Unterricht gelegt, weshalb beispielsweise jeder Raum mit einem eigenen, hochmodernen Whiteboard ausgestattet ist und vor allem auch viele ältere Schüler mit iPads im Unterricht arbeiten. Jedem Schüler wird ein Microsoft-Konto zur Verfügung gestellt, welches eine bessere Kommunikation zwischen Schüler und Lehrer auch von zu Hause ermöglicht. Somit lernen die Schüler von klein auf mit den modernen Medien umzugehen und können später, falls sie sich daran interessieren, auch das Fach Informatik anwählen. Dieses Wissen hat auch während des Corona-Lockdowns am Anfang des Jahres für einen idealen und unbeschwerten Online-Unterricht aller Jahrgangsstufen gesorgt.